Hallo. Hallo und willkommen zu diesem Interview mit Daniel Rechtschaffen. Daniel ist Ehe- und Familientherapeut und Autor der Bücher Die achtsame Schule und Die achtsame Schule, das Praxisbuch. Er ist Mitbegründer und Berater von Transformative Educational Leadership, einem Programm für Führungspersonen im Erziehungsbereich, und er hält Reden und gibt Achtsamkeitstrainings bei Konferenzen in Schulen und in Unternehmen. Er hat Mindful Education gegründet, eine Plattform für Achtsamkeit und soziales und emotionales Lernen für Lehrer und Erzieher. Sein Online-Kurs für Lehrer wurde auch ins Deutsche übersetzt und ist zusammen mit seinen Büchern eine wunderbare und reiche Quelle von Ideen und Inspiration und enthält sehr nützliche Leitlinien und Ideen dazu, wie Achtsamkeit in das Klassenzimmer gebracht werden kann. Daniel, vielen Dank für deine Zeit für dieses Interview. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben. Mir ist gerade klar geworden, als ich kürzlich ein anderes Interview gab, hatten Sie angefangen mit der Frage, wie man meinen Nachnamen ausspricht. Für alle hier, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Orte, an denen man weiß, wie man den Namen richtig ausspricht, vielleicht besser als ich es kann. Ich hoffe, ich habe es richtig hingekriegt. Ja, ich denke schon. Ich frage mich, ob ich es richtig hinkriege. Einige der Zuhörer kennen sicher deine Arbeit und deine Bücher. Aber könntest du uns in eigenen Worten etwas über deinen Weg in die Achtsamkeit erzählen, wie alles begann? Ja, sehr gerne. Ich wuchs auf mit Eltern, die Achtsamkeit und verschiedene Meditationsarten praktizierten. Different forms of meditation, and I had a very interesting upbringing where my parents. Ich hatte ein ziemlich interessantes Aufwachsen, da meine Eltern das Omega-Institut gründeten, das ein ganzheitliches Lernzentrum ist, ein Meditations- und Yoga-Retreat-Zentrum. Ich hatte eine lustige und interessante Kindheit zwischen Mönchen und Nonnen und Lehrern und Schamanen, und ich dachte einfach, das wäre das, was jeder hat. Ich war sehr glücklich, dass meine Eltern mich nie aufgefordert haben zu meditieren. Ich wurde nicht zu Yoga oder zu anderem gezwungen. Was ich also beizubringen versuche, ist, die Achtsamkeitspraxis zu verkörpern. Wach sein, aufmerksam sein, im Herzen verwurzelt sein. Meine Eltern haben das wirklich gemacht. Als ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war, fing ich an, mich für mich zu interessieren. Und ich denke, dadurch, dass ich inmitten dieser tiefgründigen Denker aufgewachsen bin, wurden Samen in mir gepflanzt bezüglich Interesses daran, ein bedeutungsvolles Leben zu leben. Und ich interessierte mich auch zunehmend für die größeren Fragen und meine Eltern haben gerne den Weg aufgezeigt. Also schon sehr früh war bei mir das Interesse da für verschiedene Meditationsformen, besonders Achtsamkeit, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten, so wie er sich gerade zeigt. In den Jahren habe ich intensiver studiert und ich habe seit frühester Zeit die Gelegenheit, verschiedene Formen der Achtsamkeitspraxis zu erforschen. I've had the opportunity to explore different forms of mindfulness from pretty early on. Wie schön, so aufgewachsen zu sein. Wenn man von Achtsamkeit in der Schule hört, dann stellen sich viele darunter vor, dass dort Schüler sitzen, in Stille, mit geschlossenen Augen. Dir ist es jedoch sehr wichtig, zunächst die Erwachsenen, die Lehrer und Führungspersonen an einer Schule oder in einer Institution zu unterrichten, bevor man Achtsamkeit in das Klassenzimmer bringt. Könntest du dazu etwas mehr sagen? Ja, das mache ich gerne. Was ich gerade gesagt habe, was ich meinen Eltern hoch anrechne, ist die Tatsache, dass sie mich nicht gezwungen haben. Wenn sie mich gezwungen hätten, jeden Morgen zu meditieren, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht selbst ein Achtsamkeitslehrer. Ich hätte wahrscheinlich dagegen rebelliert. Das Gleiche denke ich darüber, wie wir in die Schulen gehen. Und ich habe das probiert. Ich ging in ein Klassenzimmer und habe den Kindern gesagt, sie sollten ruhig sitzen und atmen. Das ist oft der beste Weg, damit die Kinder Achtsamkeit hassen. Wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie zwingt, wie wir sie dazu zwingen, einen Stundenplan zu machen. Und das fühlt sich für mich nicht wirklich wie Achtsamkeit an. Was es für Kinder sein kann, ist ein Abenteuer, ein inneres Abenteuer, eine Forschungsreise. Und wenn es ein Zwang wird,
dann fühlen sich die Kinder, als würden wir ihnen einfach sagen, sie sollten sich setzen und ruhig sein, als ob wir ihr Verhalten anpassen möchten. Ich bin sehr interessiert daran, und das ist manchmal alles, was wir tun, die Lehrer unterrichten. Die Forschung zeigt, wenn Lehrer weniger Stress empfinden, wenn sie aufmerksamer sind für die Kinder und den Kindern gegenüber freundlicher sind, dann geht es den Schülern besser, da der Lehrer, die Lehrerin ausgeglichener und präsenter ist. Also das ist auf jeden Fall dort, wo wir anfangen wollen. Klar ist, dass in der Schule viel los ist. Jeder Lehrer, jede Lehrerin würde zustimmen, dass es wirklich schön wäre, wenn die Schüler ruhiger und konzentrierter wären. Aber wenn wir in die Klasse reingehen, ohne auf unsere eigene Erfahrung zu schauen und nur versuchen, sie dazu zu bringen, ruhig zu sitzen, dann ist das nicht sehr achtsam. Wir müssen mit uns anfangen. It's not actually very mindful to do that. So we need to start with ourselves. Ja, ich gebe Kurse für Eltern und ich habe auch selbst zwei Kinder. Ich weiß, wovon du sprichst. Es geht wirklich darum, zuerst die Erwachsenen zu erreichen. Da ist schon genug innere Arbeit für uns selbst zu tun, ehe wir zu den Kindern gehen können. Ja, ich habe ein 8 Monate altes Baby. Zu Beginn hatte es Koliken und in den ersten 6 Wochen war es sehr aufgewühlt. Obwohl ich seit langer Zeit regelmäßig Achtsamkeit praktiziere, gab es Momente, und da war ein spezieller Moment, als ich das Baby wiegte und versuchte, es zu beruhigen. Und meine Frau kam herein und legte mir eine Hand auf die Schulter und sagte, du bist unruhiger als das Baby. Du bist gerade keine große Hilfe. Du brauchst eine Pause. You're more anxious than the baby is right now. Like, you're not going to be helpful. You need to stop. So the best of us, you know, it's we all. Wir alle brauchen Unterstützung und müssen erkennen, welche Arbeit wir machen müssen, wenn wir eine beruhigende Präsenz sein wollen für andere Menschen. Diese innere Arbeit müssen wir wirklich zuerst machen. Das ist auch, was du im Online-Kurs sagst, was mir wirklich gefällt, dass du Aufmerksamkeit spielen willst, anstatt den Kindern zu sagen, wie sie Aufmerksamkeit ausrichten sollen. Dieser Ansatz, den Kindern nicht noch etwas aufzuzwingen, was sie zu tun haben, um sich besser zu konzentrieren, um ruhiger zu werden, um bessere Noten zu schreiben. Loslassen von der Beziehung von Lehrer zu Schüler von oben herab und eher ein Zusammentreffen als Menschen, die voneinander lernen können. Das finde ich sehr wertvoll in deiner Arbeit. Ja, das ist wirklich wichtig. Und das ist tatsächlich ein grundlegender Wechsel weg von dem Erziehungsmodell, in welchem wir einfach versuchen, Informationen einzutrichtern. Die Essenz der Bedeutung von Erziehung, die etymologische Bedeutung im Englischen Education und auch im Deutschen ist herausziehen anstatt hineingeben. Die Definition von Achtsamkeit ist die Fähigkeit zu beobachten, was wahr ist in diesem Moment. Es ist also mehr eine Art Offenlegung oder Realisierung. Und wenn wir versuchen, etwas zu realisieren, dann muss es sich darum handeln, was gerade in der individuellen Person und um sie herum geschieht. Wenn ich versuche, ihr meine Wahrheit zu geben, dann ist es nicht ihre Wahrheit. Daher müssen wir das immer und immer wieder machen. Und das auf eine spielerische Art und Weise zu machen, ist wirklich essentiell. Mit jeder Altersgruppe muss man anders spielen. Und es ist auch wirklich gut, als Lehrer oder Lehrerin Spaß zu haben. Denn wenn es langweilig für einen selbst ist, dann ist es auch langweilig für die Kinder. Für mich macht die Erfahrung, mich selbst und die Welt besser zu verstehen, wirklich Spaß. Es ist eine Forschungsreise. Und Kinder werden das als ihre eigene Forschungsreise annehmen, wenn man das so macht. It's fun. It's an exploration. And kids are going to actually take it on as their own exploration if you do that. They are so honest, the kids. They mirror everything. Kinder sind so ehrlich. Sie spiegeln alles, was man ihnen zeigt. Auch wenn es nicht bewusst ist, wenn man was Bestimmtes erreichen will. Ja, sie werden das auf jeden Fall merken. They will definitely notice. Yeah. In your work you go further than a lot of mindfulness programs. In deiner Arbeit gehst du weiter als viele Achtsamkeitsprogramme, indem du über die physischen, emotionalen und mentalen Komponenten hinausgehst. Du möchtest die soziale Kompetenz in der Schule stärken. Empathie, Mitgefühl, sich für andere öffnen,
gewaltfreie Kommunikation und dann weiter ausweiten auf eine globale Ebene. Die Bewusstheit auf die Menschen ausdehnen, die einen umgeben, die Umwelt, unsere eigene Auswirkung auf die Welt, was wir individuell tun können. Das scheint jetzt wichtiger zu sein denn je. Mit den Menschen um uns und mit der Welt, in der wir leben, verbunden bleiben. Gerade jetzt in dieser Zeit. Yeah, and it's something that's you know that is a problem sometimes with. Ja, es gibt manchmal ein Problem mit Achtsamkeit. Das ist ein Konzept, das sich spirituelle Umleitung nennt. Das ist das Konzept von Achtsamkeit und anderen Arten von spiritueller Praxis. Und das ist normalerweise der erste Schritt der Achtsamkeitspraxis, der wichtig ist. Wenn wir uns sehr aus der Balance oder gestresst fühlen, dann ist es sehr wichtig, uns abzugrenzen und die Welt etwas auszublenden, da wir zu uns selbst zurückkommen müssen und uns um uns selbst kümmern müssen. Und vielleicht mal keine Nachrichten schauen und sich mal nicht um andere Menschen sorgen. Ah, jetzt muss ich mich mal um mich selbst kümmern. Das ist normalerweise wirklich wichtig, denn wenn wir selbst nicht ausgeglichen sind, dann sind wir keine Hilfe für andere. Okay, I just need to take care of myself. So that's usually really important. If you can't do that, you know, if you're not regulated first, it's not going to be helpful to go into the world. But oftentimes people just. Aber oft hört es dort auf und dann wird es zu einer Praxis wie: Ich versuche, meine Ruhe zu behalten, mich glücklich zu halten und ich ignoriere die Welt. Aber ich glaube wirklich, dass es ungemein wichtig ist, jetzt mehr als je zuvor, aber im Grunde immer, dass wir nach innen gehen und uns selbst beruhigen, aber uns immer daran erinnern, dass es eigentlich darum geht, dass wir zurück in die Welt gehen, mit diesem Gefühl von Gleichgewicht. Denn unsere Welt braucht Menschen, die ruhig und zentriert und mitfühlend und stark sind. Für die Arbeit für soziale Gerechtigkeit und für ökologische Heilung und für all die verschiedenen Dinge, die unsere Welt braucht. And very often, you know, even those who are doing really important work are so stressed and it's easy to. Und sehr oft passiert es, dass die Menschen, die wirklich wichtige Arbeit tun, so gestresst sind. Und dann ist es wichtig zu schauen, wie wir unsere Mitte finden. Ein wichtiger Teil der Achtsamkeitspraxis besteht darin, den eigenen Geist zu beobachten. Und wenn wir das tun, dann sehen wir unsere eigenen Anschauungen, unsere Vorurteile. Wie wir eben gesprochen haben, wir müssen erst die innere Arbeit machen. Wir schauen in uns selbst und überlegen, auf welche Art und Weise gibt es in mir vielleicht unbewusste Vorurteile bezüglich Rasse? Auf welche Art und Weise habe ich vielleicht politische Ansichten? Warum bin ich so festgelegt auf diese Position? You know, holding to some party line of a political idea that I need. Oh wait, why am I so stuck in this? Die Fähigkeit haben, die eigenen Gedanken zu beobachten, unsere eigenen Gedankenmuster. Wenn wir offener sein können, wenn wir alle wertschätzen können, auf jeder Seite, um zu verstehen, was passiert. Das ist wirklich ein essentieller Bestandteil, wenn wir mit der inneren Arbeit beginnen können und dann gehen wir hinaus in die Welt mit viel größerer Offenheit. Open way. Der Begriff starker Rücken, offenes Herz, das Herz offen halten, aber einen starken Rücken haben, das ist wahrscheinlich ein großer Teil der Achtsamkeitspraxis, resilient zu sein, Resilienz aufzubauen, aber trotzdem offen zu bleiben. Yeah, that's really important, is to doing those simultaneously. There's the. Ja, das ist wirklich wichtig, das gleichzeitig zu tun. Das Bild vom starken Rücken, offenes Herz, ist das Bild mit einer Hand offen und einer Hand wie hier. Das sieht man oft in der Ikonografie. Die offene Hand steht für das offene Herz. Ich möchte das Leid in der Welt fühlen. Ich möchte fühlen, was alles falsch läuft. Ich möchte mich nicht verschließen. Aber es ist auch notwendig, etwas von: Ich passe auf mich selbst auf, ich habe Grenzen, ich lasse Menschen nicht über mich drüber laufen, ich werde stark in diese Welt gehen, mit dem offenen Herzen. Denn wenn es nur Stärke ist, dann werden wir kalt. Und wenn es nur offen ist, dann werden wir umhergeschleudert von der Welt. Es ist dieses ständige Gleichgewicht. Während wir dieses Interview führen, ist die Corona-Pandemie noch immer Teil des Lebens. Und viele Menschen haben eine harte Zeit hinter sich oder sind noch mittendrin. Vielleicht haben sie ihre Arbeit verloren oder
haben Homeoffice, Schule zu Hause und einfach das ganze Leben, das auf den Kopf gestellt wurde. Meine eigene Achtsamkeitspraxis war für mich ein Anker und ein Fallschirm, um die Wellen auf mich zukommen zu sehen, sie zu fühlen und zu versuchen, so präsent wie möglich zu sein für meine Kinder. Jedoch habe ich viel Angst, viel Stress und auch Druck festgestellt. Druck, Ergebnisse zu liefern und zu funktionieren. Bei Kindern, bei Lehrern und natürlich bei Eltern und Erwachsenen. In einem Artikel in Deutschland sagte kürzlich ein Kinderarzt, Schule nach Corona sollte nicht bedeuten, einfach wieder alles wie früher zu machen, nur mit ein paar mehr Hygienemaßnahmen. So a lot of parents, viele Eltern, mich eingeschlossen, haben festgestellt, dass die Zeit zu Hause, Kinder zu Hause ohne Schul- und Zeitdruck, ohne Mobbing, ohne gestresste Lehrer, die vielen Tests, alles das hat es einigen Kindern erlaubt, wieder zu atmen und ihren eigenen Rhythmus und ihr eigenes Leben wieder zu entdecken. Andere wiederum waren total verloren und haben viel Zeit vor einem Bildschirm verbracht. In front of a screen. Ja. So, wie war deine Erfahrung in den vergangenen Monaten? Du hast noch kein schulpflichtiges Kind, aber du bist mittendrin im Schulsystem. Und was sind deine Gedanken über die Zeit nach dem Lockdown? Was wird nun gebraucht im Schulumfeld für die, die dort arbeiten und leben? Yeah, I think that the pandemic really, I really see it as something that is. Ja, die Pandemie. Das ist etwas, was oft passiert in Zeiten von Schwierigkeiten oder Krisen. Liegt offen, was unsichtbar, aber doch unter der Oberfläche war. Wie der Kinderarzt sagt, es macht einige Fehler im Erziehungssystem, so wie es ist, deutlich. Dieser Moment, in dem alles etwas durcheinander geworfen wird, ist eigentlich eine Gelegenheit, um neue Dinge hereinzulassen und allem eine neue Form zu geben. Ich arbeite seit vielen Jahren daran, das Erziehungssystem zu reformieren. Ich arbeite mit Direktoren und anderen Führungspersonen in Schulen und es fühlt sich immer an wie ein so harter Kampf. Und jetzt ist alles irgendwie gesprengt worden. Jetzt ist tatsächlich die Möglichkeit hinzusehen und zu sagen, lass uns versuchen, nicht einfach das Alte zurückzubringen, sondern zu schauen, was noch anders ist. Ich hatte eine ziemlich ähnliche Erfahrung wie du und viele meiner Schüler und Kollegen und Lehrpersonal und Freunde. Da ist eine ziemliche Mischung von völlig unterschiedlichen Erfahrungen. Einige Lehrer, einige Eltern, einige Kinder lieben es und schwören, sie werden ihre Kinder niemals wieder in die Schule schicken. Oh mein Gott, wir haben endlich Zeit für echte Verbindung. Die Kinder haben Freizeit, sie lernen besser. Und andere Kinder haben wirklich Schwierigkeiten. Da ist etwas, was heute gerade rauskam, dass in den USA die afroamerikanische und die Latino-Bevölkerung eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, am Coronavirus zu sterben. Die Ungerechtigkeit wird deutlich, wenn reichere Menschen sagen, das ist toll, wir sind zu Hause, wir können im Garten sein. Und andere, die nicht so wohlhabend sind, arbeiten noch mehr und ihre Kinder sind zu Hause und es ist unmöglich. Es ist wirklich stressig für sie und für die Kinder. Das wird auch offengelegt. Es macht deutlich, wie sehr hier in den USA viele Schwierigkeiten bestehen bezüglich der Online-Schule. Viele Kinder haben keinen Internetzugang. Kinder mit Internetzugang kommen klar und ihre Eltern sind da und helfen ihnen. Track it fine and their parents are home to help them and so it's really revealing the es liegt offen, was immer da war, die Ungerechtigkeiten im Schulsystem. Und hoffentlich zeigt es noch deutlicher, dass wenn die Schulen wieder ihre Arbeit aufnehmen, dass es in einem anderen Rahmen sein muss, der die Ungerechtigkeiten berücksichtigt. Aber es berücksichtigt auch, was wir schon so lange wissen, das stressfördernde Format des Schulsystems, wo eine Unterrichtsstunde nach der anderen kommt. Und ich glaube, in den USA ist es schlimmer als in Deutschland, aber es gibt Ähnlichkeiten. Alles basiert auf Tests. All diese Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht funktionieren und die Lehrer und Schüler unter Stress setzen, aber wir tun es trotzdem weiterhin. Und jetzt, wo alles plötzlich deutlich wird, oh wow, die Kinder sind entspannter, jedes Kind braucht etwas anderes,
Vielleicht können wir die Erziehung auf jeden Schüler zuschneiden. Ich habe wirklich Hoffnung und sehe, dass bestimmte Aspekte offengelegt werden, dass ein neues Erziehungsformat wirklich geschaffen werden könnte. Wo ich lebe, da hat die Schule vor einem Monat wieder begonnen und alles ist genauso wie zuvor. Eine Änderung im System braucht Zeit, aber ich habe auch Hoffnung durch die Arbeit, wie du sie machst. Viele Menschen haben angefangen zu reflektieren und zu schauen, wie geht es jetzt weiter. Das ist wirklich wichtig. In welche Richtung entwickeln sich deine Hauptinteressen und dein eigener Weg? Hat sich etwas verändert durch die Pandemie oder wurde etwas verstärkt und dringender? Das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich eine Auszeit genommen, direkt vor der Pandemie. Sie endete genau dann, als die Pandemie begann. Das war eine seltsame Veränderung. Ich hatte eine Pause genommen, etwa 7 Monate, mit der gleichen Frage. Es war so, dass ich wirklich vor allem auf systemischen Wandel im Erziehungssystem konzentriert war, indem ich mit der Organisation zusammengearbeitet habe, Transformative Educational Leadership, wo wir mit Direktoren gearbeitet haben und Schulleitern und versucht haben, ihnen dabei zu helfen, Achtsamkeit und sozial-emotionales Lernen in ihre Schulen zu bringen, eher auf einem strukturellen Level. Das habe ich für eine Zeit gemacht und es war wirklich schwierige Arbeit. Ich denke, es war wirklich gute Arbeit. Es ließ mich realisieren, dass ich wirklich auf der strukturellen Ebene arbeiten will. Aber als ich es tat, merkte ich, wie schwierig es wirklich ist, Systeme zu verändern. Systeme, die seit langer Zeit bestehen, mit vielen verschiedenen Interessen, auch mit Menschen, die wirklich engagiert sind im Bereich Heilung und Veränderung. Ich nahm also die Pause, um darüber zu meditieren. Was ist der beste Weg, um wirkliche Veränderung zu bewirken? Ich sehe, dass besonders die ökologische Krise, in der wir sind, und die Art, wie Systeme uns drängen, immer weitergehen, auch wenn wir wissen, dass sich Dinge ändern müssen. Die Pandemie, natürlich, niemand will eine Pandemie, niemand will Leiden und Tod und all die schrecklichen Dinge, die passieren. Aber es hat mir wirklich gezeigt und mich inspiriert, wie Menschen dann, wenn es schwierig wird, denn ich glaube, das ist nicht nur ein einzelner Blitz wie, ach, das war schlimm, jetzt gehen wir zurück zur Tagesordnung. Wir werden andere Krisen erleben, schlimmere, besonders wenn wir zu Umweltthemen kommen. Es inspiriert mich diesbezüglich, dass wir wirklich auf Veränderung von Systemen schauen müssen, dass, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wir grundlegend als Masse einer globalen Gemeinschaft zusammenkommen können, um die Schwierigkeiten anzugehen. At systems change in terms of when difficulties arise, how profoundly we as a massive global culture can come together and the necessity for us to come together to meet them. Ich denke, wir leben in unruhigen Zeiten. Aber die unruhigen Zeiten bedeuten, dass wir in hoffnungsvollen Zeiten leben, denn wir können unser Verhalten ändern. Und hier ist die Achtsamkeitspraxis ein wichtiger Bestandteil. Wenn wir Dinge wie das jetzt meistern können, mit der Praxis, zusammen mit offenen Herzen, eingestimmt auf die Bedürfnisse von anderen und uns selbst, dann können wir das zusammen durchstehen und am Ende an einem besseren Ort rauskommen, anstatt alte Muster zu bekräftigen. Dankeschön. Gibt es irgendetwas, was ich gefragt haben sollte, aber nicht getan habe? Irgendetwas, über das du sprechen möchtest oder was jetzt aufkam? Mal sehen, das waren sehr gute Fragen. Eine Sache, über die ich in letzter Zeit oft spreche, ist, was ich die 3 R der Achtsamkeit nenne. Vielleicht sind es nicht R im Deutschen. Regulierung, Resilienz, Realisierung oder Verwirklichung.
regulation, resilience and realization, and it really kind of pulls together what. Es vereinigt das, über das wir gesprochen haben. Der erste Schritt, wie ich gesagt habe, wegen dieser Pandemie und allgemein auch vorher sind so viele von uns gestresst. Und so viele Kinder sind aus der Balance, unreguliert und empfinden mehr und mehr Unruhe und Angst und Depression. Und da ist diese andere wichtige Sache in den Klassenzimmern. Und das ist normalerweise, wo wir anfangen, dieses Persönliche auf eine spielerische und forschende Art. Wie finden wir unsere Ruhe? Wie finden wir unsere Mitte? Wie finden wir unser Selbstmitgefühl? Wir müssen Dinge auch mal kurz ausschalten für einen Moment, um auf uns selbst aufzupassen. Aber wenn wir das gemacht haben, dann kommt es zu dem Konzept von Resilienz, wo wir verstehen müssen, wenn ich einmal zentriert bin, wie möchte ich mich engagieren für andere? Normalerweise beginnen wir mit den Familienmitgliedern, meine Klassenkameraden, meine unmittelbare Umgebung. Und wirklich, wie stelle ich mich den Dingen wie Proteste in den Straßen, Umweltthemen, Stress in Bezug auf das Virus, nicht einfach verstecken, sondern wie kann ich diesen Themen begegnen auf eine Art, in der ich vor- und zurückgehe zwischen Regulierung von mir selbst und dem Engagement, anderen zu helfen. Wir machen das nicht nur für uns selbst. Und wenn wir dann Resilienz haben, zur Realisierung, zur Verwirklichung übergehen. Und hier geht es um das, was ich gesagt habe, wovon ich inspiriert werde. Wirklich größere systemische Probleme beobachten und in diesem Moment Gelegenheiten zur Veränderung wahrnehmen, sowohl in der Erziehung als auch in der Art, wie Erziehung mit allem verbunden ist. Also im Grunde, wie wir unsere jungen Menschen erziehen, mit der Welt in Beziehung zu treten. Eine Welt, die sie erben werden und die hoffentlich bewusster sein wird als die, aus der wir kommen. Ja, danke. Das ist ein wunderbarer Schluss für unser Interview. Daniel, vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit und ich freue mich auf das, was kommen wird. Ich freue mich sehr auf die Webinar-Serie, in welcher du über Achtsamkeit und das sozial-emotionale Lernen sprechen wirst und darüber, wie Schulen ein Ort für systemische Heilung sein können. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Berenice, das war wunderbar. Vielen Dank und bis bald.